Sie sehen uns schon auf dem Flur und winken uns zu. Und wenn Sie dann ankommen, erzählen Sie gleich erstmal, was Sie letzte Woche vergessen haben zu erzählen. Am meisten habe ich mich gefreut, dass schon nachdem wir das zweite Mal wieder da waren, Sie uns sofort wiedererkannt haben. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Kind das war. Das hat zu mir gesagt: Du, ich habe heute ein Buch rausgesucht für dich, das gefällt dir bestimmt. Also, es hat es gar nicht so gesehen, dass ich ihm helfen soll. Also, die Kinder haben größtenteils Migrationshintergrund. Die Kinder sprechen teilweise zu Hause auch noch andere Sprachen. Bei den Erstklässlern war es so, dass sie wirklich dann in der Schule das erste Mal wirklich die ganze Zeit Deutsch sprechen mussten und lesen ja auch auf Deutsch. Ich kann es jetzt schon ganz gut rückblickend sagen, weil ich einige Kinder von der ersten Klasse wirklich ein Jahr lang begleitet habe. Also am Anfang konnten sie gar nicht lesen, einige schon, war ich wirklich erstaunt. Und man hat wirklich gemerkt bei jedem Mal, dass man mehr da war, dass da schon ein Lesefortschritt da ist, dass sie dann wirklich nach einem halben Jahr hat sich der Spieß umgedreht und dann wurde mir vorgelesen. Sie können sogar dicke Bäume fällen, ohne Zusammenfassend würde ich eher sagen, dass es gar nicht so arg schlimm ist, wie es überall vielleicht angenommen wird. Sagt man ja auch, dass Kinder, die vielleicht auch noch ein Dialekt sprechen oder eine andere Sprache, einfach, die haben besseres Sprachgefühl. Also es ist nie vorgekommen, dass ein Kind mal was vertauscht hat oder in der Sprache hin und her gesprungen ist. Die sind dann schon darauf eingestellt, jetzt ist Deutsch und jetzt lesen wir und dann lesen wir eben Jan und Julia. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Kinder sich einfach freuen, mal jemand anderen als Ansprechpartner zu haben, nicht die Lehrerin und nicht zu Hause Mama oder Papa, sondern da sind wir noch irgendwie dazwischen. Wir sind irgendwie so wie große Schwester oder großer Freund. Zu uns haben sie einfach, glaube ich, ein freieres Verhältnis. Sie werden nicht bewertet oder wir plaudern ihre Geheimnisse nicht aus oder sowas. Sie stören sich dann auch nicht daran, wenn sie sich mal verlesen. Also die meisten Geschichten, die wir lesen, da lernen die Personen in der Geschichte immer noch was. Zum Beispiel, wenn sie sich verlaufen, dass sie sich dann an den nächsten Polizisten wenden sollen oder dass sie nicht mit fremden Menschen mitgehen sollen. Und das merken die Kinder ja gerade nicht so, dass es eigentlich eine Lektion ist oder ein Hinweis fürs Leben. Als wir das Dschungelbuch gelesen haben, also auch mit vielen Bildern, und da kam dann gleich: Aber Buggy hat doch gar nicht die Farbe. Im Video ist der lila. Da ist also erst das Video und dann das Buch. Vielleicht würden aber unsere Kinder jetzt schon sagen, sie würden lieber vorlesen mit uns. Insekten, blitzschnell übers Wasser. Wasserläufer kannst du im Sommer auf Teichen, Tümpeln und anderen Bachrändern beobachten.